Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV, dem Inselfernsehen. In der vergangenen Woche wurde auf Sylt offiziell die Muschelsaison eröffnet. Die Arien am Meer erfreuten auf der Westerländer Promenade das Publikum. Am Freitag wurde am Neubau für die Sylter Werkstätten ein großes Richtfest gefeiert. In Morsum gastierte am vergangenen Wochenende ein großer Mittelaltermarkt und der Surfcup Sylt hat ab sofort einen neuen Titelsponsor. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Westerländer Feuerwehr am Sonntagabend gegen 18 Uhr gerufen. Die große fahrbare Bühne der Supersail-Veranstaltung wurde von einer extrem starken Windböe erfasst und umgekippt. Die Konstruktion kam auf der Seite zum Liegen. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Infolge des schlechten Wetters waren nur noch wenige Menschen auf der Promenade unterwegs. Die Feuerwehr sicherte die umgestürzte Bühne mit Hilfe der großen Drehleiter. In den kommenden Stunden wird die Bühne nun geborgen. Die Art des Schadens ist momentan noch nicht ermittelt. Für viele Menschen sind sie eine Delikatesse. Ab sofort landen die leckeren Muscheln wieder auf unseren Tellern. In der vergangenen Woche wurde die Muschelsaison auf Sylt offiziell eröffnet. Die Erzeugerorganisation Schleswig-Holsteinische Muschelfischer hatten Vertreter der Politik und Pressevertreter nach Hörnum eingeladen, auch um auf die wirtschaftlich schwierige Situation der Muschelfischer aufmerksam zu machen, aber auch um einmal zu zeigen, wie die Muschelzucht und Ernte funktioniert. Auf einer Fläche von etwa 60 Hektar werden vor Hörnum mit Hilfe von Netzen Miesmuschellarven eingefangen. Diese wachsen dann an den Netzen heran und können später abgeerntet und auf Muschelkulturplätzen weiter gezüchtet werden. Die Zucht der Muscheln findet im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer statt und genau das wird von den Umweltverbänden als Eingriff in die Natur kritisiert. Die Muschelfischer hingegen weisen darauf hin, dass die Miesmuschelzucht nachhaltig und naturverträglich durchgeführt wird. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Musik am Meer fanden am vergangenen Mittwoch die Arien am Meer statt, ein Höhepunkt in der Westerländer Konzertsaison. Die Sopranistin Ingrid Kertesi und der Tenor Ottokar Klein wurden vom Kammerorchester Camerata Budapest unter der Leitung von Laszlo Kovács musikalisch begleitet. Arien aus bekannten Opern und Operetten standen auf dem Programm. Klassik, Genuss pur für die zahlreichen Zuschauer. Auch der zeitweise Regen minderte die tolle Atmosphäre des Abends vor der schönen Nordseekulisse in keinster Weise. Die Ränge waren gut gefüllt, der Eintritt war für alle Konzertbesucher frei. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Westerländer Flughafen und dem Neubau der Feuerwache entstehen im Moment die neuen Sylter Werkstätten. Die Bauarbeiten schreiten gut voran und so feierten am vergangenen Freitag die Mitarbeiter, alle Handwerker, die Macher und Nachbarn ein schönes Richtfest. Nach dem Auszug der Werkstätten aus dem Haus am Fliegerhorst und der Zwischenstation in Hörnum freuen sich die 43 Werkstattbeschäftigten mit unterschiedlichen Behinderungen auf ihren neuen modernen Arbeitsplatz. Zusätzlich werden 12 Tagesförderplätze betreut. Im Herbst soll alles fertig sein und der Einzug erfolgen. In den Sylter Werkstätten werden Kerzen hergestellt. Weitere Arbeitsbereiche sind die Aktenvernichtung, die Grünpflege und die Gewerkeverpackung und Montage. Auf der Wiese hinterm Moasemhüs in Morsum ging es am Wochenende mittelalterlich zu. Gaukler Kaspar unterhielt die zahlreichen Mittelaltermarktbesucher. Höret, höret, sehet den Gaukler. Dort drüben könnt ihr ihn erleben. Eilet herbei. Die Besucher ließen sich gerne mitnehmen auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Für das leibliche Wohl der Gäste war mit Met, mittelalterlichem Brot und anderen Leckereien bestens gesorgt.
Verschiedene Handwerker zeigten ihre alte Kunst. Okay. Wer wollte, konnte mitmachen und sich ausprobieren. Vor allem die Kinder hatten daran eine Menge Spaß. An den Marktständen gab es schöne Dinge zu kaufen. Der Mittelaltermarkt war an den drei Veranstaltungstagen auch dank des guten Wetters gut besucht. Der Surf Cup Sylt 2013 hat einen neuen Titelsponsor, GP Joule. Die Energieexperten unterstützen das größte Windsurf-Event der Welt in diesem Jahr. Das nordfriesische Unternehmen entwickelt, realisiert und plant Projekte für erneuerbare Energien wie Windkraft oder Solarenergie und das weltweit. Das passt perfekt zum Windsurfen. Am 27. September startet der GP Joule Windsurf World Cup Sylt. Aus der ganzen Welt reisen die Sportler an, um in den Disziplinen Wave Riding, Freestyle und Slalom um die Titel zu kämpfen. Das Event genießt als einziges weltweit den Status eines Super Grand Slam. Die Super Sail Tour 2013 macht in diesen Tagen Station am Brandenburger Strand in Westerland. Die Promenade verwandelt sich dabei in eine Eventmeile mit vielen Attraktionen, auch für Nicht-Segelfans. Bis zum 18. August gehen 16 Hobbysegler aus 8 Nationen an den Start und absolvieren an den Wettkampftagen unterschiedliche Regatten. Auf Sylt finden nach den vorangegangenen Rennen in Grömitz, Scharbeutz und Kelnhusen die finalen Regatten der Saison statt. Am Samstag herrschten sehr schwierige Wind- und Wellenbedingungen vor. Die Segler hatten massive Probleme, ihre Hobbys aufs Wasser zu bekommen. Die Strömung war extrem stark. Für die zahlreichen Zuschauer waren das spektakuläre Szenen. Die Regatten finden in relativer Nähe zum Strand statt, sodass die Zuschauer Manöver und Rennverläufe gut mitverfolgen können. Die Eventmeile hat täglich geöffnet. Regatten starten, wenn die Verhältnisse es zulassen. Täglich um 11.30 Uhr. Das Freiwillige Rettungskorps Westerland führte am Sonntag gemeinsam mit der Besatzung des Seenotrettungskreuzers Minden in der Nordsee vor dem Brandenburger Strand in Westerland eine Rettungsübung durch. Von der Promenade aus konnten die Sylturlauber die Übung mitverfolgen. Außerdem nutzten die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins den Tag, um über ihre Arbeit zu informieren und ebenso wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Spenden bei den Urlaubern zu sammeln. Und die zeigten sich sehr großzügig.